Damen und Herren, im Vergleich zu dieser poetischen Ansprache meines Vorredners wird meine Rede jetzt sehr trocken ausfallen. Ich werde sie trotzdem halten. Also ich freue mich natürlich über diesen Antrag der Grünen und auch darüber, dass schlussendlich auch Formulierungen aus unserem Änderungsantrag übernommen wurden. Das passiert ja nicht so oft, aber jetzt hier habe ich mich darüber gefreut. Zwar geht es nur erstmal wieder darum, ein Konzept zu erstellen, und es ist darin nicht festgelegt, dass der Verleih der anzuschaffenden Lastenräder nicht kommerziell erfolgt, wie schon erwähnt wurde, aber immerhin. Es soll zukünftig in jedem Stadtteil mindestens ein Lastenrad geben zur Nutzung durch Anwohnerinnen und, ich zitiere, eine kostenfreie Nutzung und ferner die Sicherung des dauerhaften Betriebs und Instandhaltung soll zumindest geprüft werden. Hoffentlich wird das Konzept bald erstellt, sodass es dann losgehen kann mit Anschaffung und Verleih. Dabei wäre es gut, sich an anderen Städten zu orientieren, die so etwas bereits anbieten und an der Expertise des Forums Freie Lastenräder. In unserem Änderungsantrag hatten wir auch eine Personalstelle für die Koordination des Ganzen gefordert, was ich nach wie vor sehr sinnvoll finde. Die Lastenräder sollen ja nicht nur vorhanden sein, sondern auch weitestgehend funktionieren und verfügbar sein. Ich hoffe, dass es keine kommerzielle Lösung wird, zum Beispiel mit Nextbike, Firmatier, sondern eine, die Lastenräder kostenfrei bzw. auf Spendenbasis oder zumindest kostengünstig anbietet, um diese Art der Mobilität zu bewerben. Vielleicht auch mit engagierten Paten für jede Station. Vielen Dank.